Aber die hast du mittlerweile auf der Autobahn, diese ganzen Schleicher vorne dran, hinten dran die Drängler mit Lichthupe und du zwischendrin und kannst nichts dafür. Ey, mittlerweile auf der Autobahn nur noch Idioten unterwegs. Ist euch das auch schon aufgefallen? War die auch schon unterwegs, habt ihr euch gedacht, wenn ich heute nicht unterwegs wäre, lauter Idioten, lauter Idioten. Na, du hast die Schleicher, die Drängler, dann noch die Wohnmobilisten, die einfach rausfahren, ohne zu blinken, ja. Wir fahren ja auch kein Auto, wir fahren ein Haus. Hat ein Haus einen Blinker? Nein! Ich fahre mittlerweile so ungern Autobahn, gell? Und wenn ich Autobahn fahren muss, dann schaue ich, dass ich schnell durchkomme. Ohne viel Pausen. Obwohl, das machst du als Mann sowieso, oder? Das ist doch für uns Männer, das ist ein wenig so Anspann, oder? Dieses möglichst wenig Pausen. Das ist so, du fährst am Autobahnparkplatz vorbei und denkst dir, eigentlich müsste ich einmal, aber das halte ich noch aus. Bis zum nächsten Parkplatz. Und dann kommt keiner mehr. Oder du fährst in den Stau. Oh. Es gibt ja fast nichts Schlimmeres, wie wenn du im Stau stehst und musst du mal bies, oder? Nee, weil du das vorher nicht gemerkt hast. Du fährst doch am Parkplatz vorbei und denkst, alles im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Und kaum stehst du im Stau. Anscheinend, sobald das Auto steht, drückt es von unten. Und dann fängst du so das Frösteln an. Gell? Zuerst friert man. Und schlagartig fängst du zu schwitzen, und die Brühe läuft runter, die Brühe läuft runter. Und dann merkst du schon, da braut sich was zusammen, da braut sich was zusammen. Und dann fängst du das Hockeln an, dann fängst du das Hockeln an. Zum Takt der Musik, atemlos durch die Nacht.